Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein kurzes Review geben über meine Haare. Wir hatten genau vor 13 Tagen ganz genau meine Haare blondiert. Wir haben quasi die Farbe rausgezogen. Es ist ja beim Blondieren so, dass keine Farbe dazugegeben wird, sondern sie wird aus den Haaren herausgezogen durch eine spezielle chemische Substanz. Ich habe dafür, ja, wenn ihr euch das Video noch einmal angucken wollt, ich habe das in einem Vlog verarbeitet und in einem Vlog hochgeladen vor am 1.9.2021 müsste das gewesen sein. Da war die Premiere für das Video. Und wenn euch der ganze Vlog nicht interessiert, dann spult gerne nach vorne. Und dann könnt ihr sehen, wie ich meine Haare sozusagen gebleicht habe. Ich habe das mit dem Schwarzkopf L1++ gemacht, also diese extrem Aufheller. Ich hatte vor ein paar Jahren oder letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, schon mal andere Firmen ausprobiert und bin eigentlich immer nur wieder zu diesem zurückgekommen. Ich färbe oder ich blondiere meine Haare ja selber. Das letzte Mal vor einem Jahr, ganz genau. Da habe ich ja zuletzt gefärbt. Meine Haare haben sich ganz toll erholt, sind richtig wieder zu ihrer natürlichen Ursprungsfarbe, zumindest in den Ansätzen zurückgekehrt. Da mich das aber jetzt, weil ich wieder mit den Videodrehen angefangen hat, extrem gestört hat, dachte ich mir, ich blondiere wieder nach. Ich habe die Ansätze blondiert, bin also nicht in die Längen gegangen, habe, also meine Tochter hat das für mich gemacht, ich nicht selbst, habe hier, so haben wir immer Strähnchen versucht abzufärben. Also ich bin nicht ran und habe überall die Blondierung aufgetragen, sondern halt nur in den Ansätzen. Habe sie bis hier ungefähr, so weit waren sie rausgewachsen, gefärbt oder blondiert, wie man auch immer sagen will. Und jetzt würde ich euch gern einmal zeigen, wie sie sich entwickelt haben. Wir kämmen jetzt meine Haare zusammen. Ich habe sie heute Morgen gewaschen und werde sie jetzt aber für euch noch einmal waschen, um euch zu zeigen, wie die Haare aussehen, wenn man sie gewaschen hat. Denn das Phänomen bei blondierten Haaren ist ja, dass sie nach dem Waschen so gummiartig werden, dass man sie auch so lang ziehen kann. Das ist so richtig, ja, wie soll ich sagen, so strohig wird und so unangenehm sich anfühlt. Und das wollen wir gleich mal live zusammen testen. Ich muss mir immer so ein bisschen an die Nase fassen, weil, wie man hört, bin ich noch sehr, sehr stark erkältet. Aber ich möchte dieses Video jetzt gern abdrehen, bevor noch weiter Zeit vergeht. Wir können vielleicht noch mal so in 2-3 Monaten noch mal ein Update machen, wenn ich mich zurückhalten kann und nicht wieder nachblondiere. Wenn ja, kriegt ihr das auf jeden Fall in meinen Videos zu sehen. Genau, jetzt gucken wir aber erstmal. Ich ziehe mir jetzt hier so einen Scheitel. Versuche euch auch so weit wie möglich hier teilhaben zu lassen. Wie ihr seht, sind die Haare wirklich relativ gesund. Also für meine Verhältnisse, die wirklich sehr, sehr dünnes Haar hat und teilweise auch gespaltenes Haar, hätte ich es fast gesagt. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Sind wirklich keine schönen Haare, aber ich muss sagen, dieses Mal hat die Blondierung richtig gut funktioniert. Mein Spiegel ist hier. Ich gucke hier jetzt immer mal so ein bisschen rein. Die Haare haben die Farbe extrem gut angenommen, finde ich. Und wir sind ja beide Laien und haben das, finde ich, trotzdem richtig gut hinbekommen. Also wie ihr seht, haben wir hier auch noch meine Ausgangsfarbe. Wir haben hier nur so ein bisschen durchblondiert, nicht ganz die Farbe rausgenommen aus meinen Haaren, sondern dass man immer noch das im Dunkelblond sieht. Naturhaarfarbe ist bei mir, wie man vielleicht erkennen kann, dunkelblond, im Winter richtig dunkel. Also wenn ihr meine Videos aus dem Winter anguckt, das könnt ihr gerne mal machen, wenn ihr so 2 Jahre zurückspult und meine Vlogs dort anguckt, werdet ihr sehen, dass ich schon ziemlich dunkel bin im Winter. Aber im Sommer werde ich schon richtig hellblond. Also das ist dann schon kein dunkelblond. Aber hellblond ist auch verkehrt. Es ist dann eher so ein mittelblond bis hellblond Tendenz. Also ich werde dann schon oft auch sehr hell. Zumal ich auch relativ viel graue Haare habe. Das sieht man nur nicht so genau, weil ich halt ja nicht schwarzhaarig bin. Dann müsste man ganz genau hingucken. Aber wenn ihr das machen würdet, würdet ihr auch relativ viel weiße Haare sehen. So, und ich finde,
dass es diesmal richtig gut angenommen wurde, sowohl was die Farbe betrifft, als auch was die Gesundheit meiner Haare betrifft. Sie sind weiterhin sehr, sehr weich. Man kann sie gut durchkämmen. Sie ziehen sich nicht so unangenehm und sie sind auch nicht strohig. Sie sind auch nicht kaputt, finde ich. Sie haben das ganz toll hinbekommen. Ich habe die ja ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten draufgelassen, diese chemische Substanz. Und das haben die richtig toll gemacht. So ein bisschen haben wir auch in die Länge gezogen, aber wirklich nur ganz, ganz wenig, damit der Übergang nicht so extrem zu sehen ist. Also wirklich für meine Haare ist das perfekt geworden. Sie sind richtig weich. Sie fühlen sich auch weich an und man kann sie auch, wie ihr seht, richtig schön legen. Sie bleiben auch, sie haben ein bisschen Struktur gewonnen. Das ist ja auch immer das, was ich gerne erreichen möchte mit dem Blondieren, dass die Haare nicht mehr so richtig fein sind. Meine sind wirklich ultra weich. Also wenn ihr die anfassen würdet, würdet ihr sagen, oh Gott, was sind das für weiche Pisselhaare? Und ich finde, die haben das ganz toll gemacht. Die Haare sind sehr, sehr schön geworden und fallen auch weiterhin sehr schön. Ich kann auch gut durchkämmen. Es stockt nicht, es klettet nicht. Es ist alles genauso, wie ich mir das erhofft habe. Ich kann mich nochmal umdrehen. Dann könnt ihr das nochmal von hinten genau betrachten. Ich hoffe, die Kamera nimmt das jetzt auf und ihr hört mich überhaupt. Ich sage vielleicht jetzt mal nichts. Genau, so sehen sie von hinten aus. Wie gesagt, also diesmal hat die Färbung oder die Blondierung richtig toll geklappt. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich muss das mal gleich zurechtrücken. Und werde euch jetzt auch zeigen, dass das auch im nassen Zustand genauso ist. Also die Haare sind auch im nassen Zustand gut kämmbar. Klar, wenn ich jetzt keinen Conditioner benutze, und das mache ich eigentlich immer, und ich bin auch relativ unabhängig, was Shampoos betrifft. Ich nehme halt das, was bei mir im Bad steht, und ich bin auch ein bisschen preisbewusst, will ich das mal sagen, wenn nicht sogar geizig, und gebe nicht so gern viel Geld für teure Shampoos und Pflege und sowas aus. Deswegen sind meine Ansprüche da nicht so hoch. Ich nehme auch mal ein billiges Shampoo, bin aber im Moment bei Schwarzkopf, der Glisskur. Kann ich euch gleich auch noch mal zeigen. Dazu nehme ich meistens eine Spülung noch. Die ist jetzt aber gerade alle. Da hatte ich, glaube ich, ja genau, habe ich auch von Gliss-Kur die weiße Packung. Zeige ich euch gleich mal. Entschuldigt bitte, dass ich mir an die Nase fassen muss, aber ich bin halt noch echt krank. Und wie man sieht, ich glaube, bei meinen Haaren kann man einfach nicht mehr verlangen. Das ist einfach, mehr geht nicht. Also mehr gesundes Haar oder mehr besser legen, tun sie sich einfach nicht. Ich habe keine Haare verloren nach dem Färben. Ich habe auch kein Knistern gehört. Das ist nämlich oft, wenn man blondiert, dass die Haare nach dem ersten Waschen dann so knistern. Das ist immer ein tolles Zeichen dafür, dass die Dinge abbrechen. Ist bei mir überhaupt nicht gewesen, null. Ich habe natürlich nach dem Färben die Kur genommen, die man nach dem Blondieren benutzen soll. Die ist ja immer in der Schwarzkopfpackung mit drin, so eine lilane Haarkur. Und dann sehen die Haare natürlich immer perfekt aus. Schaut euch das Video an vor 10 Tagen. Also sie sind so weich, so toll. Das verfliegt meistens. Und am zweiten, dritten, vierten Tag sehen die Haare dann immer richtig strohig aus. Auch bei mir. Also in dem letzten Jahr, als ich es gemacht habe, sahen die gar nicht so schön aus wie dieses Mal. Ich bin echt begeistert, vielleicht auch, weil ich sie jetzt tatsächlich ein Jahr mal völlig in Ruhe gelassen habe und gar nicht daran rum viel mitgemacht habe. Also das ganze letzte Jahr habe ich ab und zu die Spitzen schneiden lassen und ab und zu habe ich natürlich eine Spülung benutzt, ziemlich regelmäßig auch immer, weil wenn ich keine Spülung reinmache, dann kletten die leicht, dann reiße ich daran rum und das wollen wir ja nicht bei den 2 Haaren, die ich habe, die sollen ja wenigstens noch drin bleiben. Deswegen nehme ich eigentlich immer regelmäßig eine Spülung, wenn ich sie habe. Ich nehme aber keine Kur, ich nehme keine Maske oder mache sonst irgendwas mit meinen Haaren. Ich habe früher viele Experimente gemacht, wenn ihr meine alten Vlogs schauen möchtet. Da habe ich ja alles Mögliche ausprobiert. Und meinen Haaren hat das nicht so gut getan. Also es finden die viel besser, wenn ich da wirklich nicht so viel Gedöns reinmache. Nur ich wasche sie auch jeden Tag, möchte ich auch nochmal dazu sagen. Meine Haare, wenn ich sie nicht wasche, dann ich weiß, jetzt kommen wieder ganz viele Kommentare, die sagen, nein, jeden Tag waschen, das muss nicht sein, das ist schädlich. Aber ich fühle mich nicht wohl. Also ich habe eh nur 2 Stück und wenn die nicht auch noch fettig da runterhängen, und das werden sie, klar, ich habe das schon alles probiert. Ich habe, wenn ihr meine alten Vlogs schaut, dann werdet ihr sehen, ich habe schon mal 2 Wochen meine Haare nicht gewaschen, ich habe sie 3 Wochen nicht gewaschen und ich habe alles über eine lange Zeit noch ausprobiert, weil ich weiß natürlich, dass man sowas immer länger ausprobieren muss, aber es hat alles nichts geholfen, die Haare
Wurden weder besser noch schlechter. Deswegen bin ich zu meinen alten Gewohnheiten zurück. Wasche sie jeden Tag einmal mit Shampoo morgens und dann mache ich eine Spülung rein, keine Kur. Und dann sehen sie so aus, wie sie aussehen. Dann sind sie frisch gewaschen und sie riechen auch nicht so fettig. Wisst ihr, wenn man einen Tag nicht die Haare wäscht, dann riechen die so nach Körper, so nach Umwelt, so nach Kissen, so abgestanden, wisst ihr. Und ich brauche einfach immer diesen frischen Geruch in meiner Nase. Ob vom Wind, ob vom Shampoo, egal. Aber ich kann nicht anders. Ich mache das eben und fahre da auch sehr gut mit. Wie gesagt, sie sind jetzt nicht besonders schön, aber für meine Ansprüche wirklich gut gepflegt. Also anders geht's nicht. Egal, was ich mache, ich habe wirklich mein ganzes Leben schon alles ausprobiert. Und es wurde nie besser. Sie sind immer zippelig, sind dünn. Das ist halt das sind halt meine Gene und da kann ich nichts machen. So, jetzt haben wir aber lang genug geredet. Jetzt mache ich meine Haare nass. Ich werde sie waschen und euch gleich wieder reinschalten. Bis dann! Hallo, hier bin ich wieder mit frisch gewaschenen Haaren und ich zeige euch, was ich immer benutze. In der letzten Zeit benutze ich einmal Gliss-Kur Shampoo Ultimate Repair. Das ist dieses schwarze Gedöns. Und als Kur Total Repair, auch von Gliss-Kur Schwarzkopf, beide. Erstmal das natürlich einmal. Ne? Ich wasche immer nur einmal meine Haare und dann als Kur daran. Kommt das dann aber auch nur ganz kurz. Ich wurschel einmal durch und gut ist. Ich lasse da nichts einwirken und ich mache da auch sonst nichts dran. Ganz kurz, ganz schnell. Ich bin, wenn ich morgens dusche, dann seht ihr mich, in 3 Minuten bin ich wieder draußen. Es geht bei mir ruckzuck. Da fragen sich immer alle, wie machst du? Da hast du überhaupt geduscht? Ja, ich dusche und ich wasche auch alles, aber ich bin jetzt keine Warmduscherin, die da stundenlang in der Dusche rumhängt. Kann ich gar nicht ab. Ich gehe rein, dusche, wasche mich und Schluss ist aus. Fertig. Ich bin aber auch sehr zufrieden mit dieser Serie. Garnier Fructis Wonder Butter, da gibt es ja auch das Shampoo für. Aber auch diese Kur mag ich extrem gern. Die mag ich eigentlich noch viel lieber als die hier oben. Jetzt ist dann hart rein. Ui, und runterfallen tut mir das hier auch alles. Genau, das mache ich lieber. Aber ich habe das jetzt hier alles, wie gesagt, ich nehme das, was in der Dusche steht. Und ich habe auch hier noch eine ganze Reihe anderer Produkte stehen. Die müssen auch erstmal alle weg. Deswegen bin da nicht so wählerisch. Und ich finde auch, habe die Erfahrung gemacht so im Laufe der Jahre, dass wenn man ab und zu mal wechselt, die Pflegeserien, tut das den Haaren gar nicht mal so schlecht. So, jetzt seid ihr aber ganz gespannt bestimmt, wie meine Haare aussehen. Uiuiui. Moment, jetzt habe ich das da so reingedödelt. Genau, so sehen die Haare aus, wenn ich aus der Dusche komme. Ich weiß, furchtbar im Moment, aber das, so sehen sie auch aus, wenn ich keine Blondierung drin hätte. Ich benutze immer diese schon so ein bisschen abgeknabbelte Holzbürste. Die habe ich mal bei DM, glaube ich, gekauft. Genau, bei DM. Und die benutze ich immer. Davon habe ich 2, 3 Stück. Die liegen überall, wo ich stehe und liege. Und die ist auch schon mit ein bisschen Farbe hier voll gesifft. Also, weil ich letztes Mal mein Badezimmer gestrichen habe und da war, ja, nee, die Heizung, nicht das Badezimmer, die Heizung und da ist so ein bisschen Heizungsfarbe mit dran, aber ich hoffe, das stört euch nicht so, ich jetzt auch schon wieder ab. Genau, jetzt kennen wir mal. Die Experten unter euch werden jetzt natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, mein Gott, wie hast du denn blondiert? Das ist ja gar nicht fachmännisch. Nee, wahrscheinlich nicht. Wir sind ja auch keine Friseure, obwohl ich eigentlich aus einer Friseurfamilie stamme, Leute. Meine Mutter ist Friseurin. Und mein Opa ist Friseurmeister gewesen, meine Oma ist Friseurin, meine Tante ist Friseurin, die sind alle Friseure und die haben damals auch einen Laden gehabt, über, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre lang, bis sie in die Rente gegangen sind. Also ich komme eigentlich aus einer Friseurfamilie, aber ja, genau, so. Jetzt werden wieder viele fragen, warum gehst du denn da nicht hin? Erstmal sind die alle schon uralt oder leben gar nicht mehr und zum anderen habe ich auch keinen Kontakt zu meiner Familie, für alle die vielleicht jetzt nachfragen, warum du da nicht hingehst. Jetzt sieht man auch ein bisschen, dass ich schon relativ viele graue Haare habe, also wenn ihr da mal so rangeht. Außerdem im nassen Zustand wirken die auch wieder sehr rot, aber das ist gar nicht schlimm, weil das, wie gesagt, so einen leichten Rotstich finde ich gut. Ich mag es nur nicht, wenn sie so richtig rot werden, wie bei meinen letzten Farbexperimenten, die ich gemacht habe. Aber diesmal geht es, ist halt nur sehr rot im nassen Zustand, sieht das so extrem rot aus. Ne? Und ihr seht, dass sich da nichts lang zieht, also es ist nichts Plastikartiges da, auch im nassen Zustand kann ich sie gut durchkämmen. Bitte nicht auf die Qualität der Blondierung achten. Ich weiß, wie gesagt, wir können ja nicht so extrem gut das alles, aber so nach Leimstandard, Hauptsache ich bin zufrieden, ich glaube alles andere ist unwichtig. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr sehr wohl ganz viele graue Haare. Ne? Ich kann euch das immer, könnt ihr das sehen? Kann ich euch so ranholen vielleicht mal?
Nee, geht nicht bei der Aufnahme. Aber ich glaube, man sieht das ganz gut. Auch ohne Ranzoomen. Und man kann sie ohne Probleme durchkämmen. Es ist alles schön weich. Nur beim ersten Mal mache ich es halt gerne mit dieser Naturbürste, mit dieser Holzdingsbürste, damit da ja das Grobe so ein bisschen rausgekämmt wird, weil sonst habe ich doch mal die eine oder andere Klette drin. Das kann natürlich passieren. Und dann reiße ich mir das aus und habe ich dann nachher so ein Loch im Kopf, weil ja eh nur 5 Stück drauf sind an Haaren. Genau, also man kann jetzt auch alles machen. Ich könnte hier einen Scheitel ziehen, ich kann ihn verändern. Also es hängt nichts, es zieht sich nichts, wie ihr seht. Es ist alles so, wie es sein soll, weich und schön. Und das ändert sich auch nicht. Ich föhne meine Haare morgens, aber eigentlich eher ungerne. Also ich bin nicht so der Föhn-Typ, der da jetzt tolle Föhnfrisuren macht. Das mache ich alles nicht, extra nicht, weil meine Haare eben doch sehr, sehr... Wie soll ich sagen, sehr empfindlich sind, was jetzt so und so betrifft. Ich föhne aber schon so, dass sie jetzt trocken werden. Und genau das mache ich jetzt und schalte euch da mal wieder rein, sodass ihr wisst, was ich immer jeden Morgen mache. So, hier sind wir wieder. So trocken ungefähr föhne ich das. Ihr seht, es ist noch nass drin. Deswegen, ich gehe nicht zu nah an die Kopfhaut mit dem Föhn. Das habe ich sowieso nicht so gerne. Kriege gleich Kopfschmerzen und ähnliches. Ich mache es nur einmal kurz trocken, damit man halt sich nicht erkältet und so. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck. Sonst würde ich es gar nicht machen, als wir in Alanya waren. Da in der heißen Gegend habe ich meine Haare nie geföhnt. Wir haben gar keinen Föhn dort. Also braucht man auch nicht, finde ich, weil das einfach sofort an der Luft dann auch trocknet. Und wenn nicht, dann ist es auch eher erfrischend als nervig. Aber hier mache ich es natürlich trotzdem gerne, dass die Haare ja nicht so nass sind, weil sonst friere ich schon. Es trocknet bei mir zwar schnell an der Luft, aber ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Also sie sind genauso schön, wie sie vorhin schon waren. Und wie gesagt, wir haben jetzt fast abends. Ich habe sie heute Morgen um 6.30 Uhr oder so gewaschen. Und sie sind abends noch genauso schön wie am Morgen nach dem Waschen direkt. Und ihr seht ja auch jetzt, sie ziehen sich nicht, sie sind fest, sie kletten nicht, sie sind nicht strohig. Und insofern finde ich, wir haben diesmal richtig gute Arbeit gemacht. Und auf jeden Fall kann ich diese Blondierung empfehlen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal färben würde und nochmal, weil ich denke, da wächst der Ansatz schon gleich wieder raus. Ich glaube, meine Haare würden mir das übel nehmen. Habe ich ja sonst auch immer gemacht letztes Jahr. Mich störte das extrem. Vor allen Dingen, weil man jetzt YouTube macht, dann sieht man sich jeden Tag in der Kamera. Und wenn das dann hier vorne so extrem rauswächst, wie jetzt übrigens auch. Wir haben hier vorne ja zum Beispiel bis an den Ansatz gefärbt. Guckt euch das Video nochmal genau an. Und so viel ist jetzt ungefähr rausgewachsen, so ein Zentimeter würde ich sagen. Aber das stört mich jetzt im Moment noch nicht. Wenn mich das aber tatsächlich stören würde wieder, dann überlege ich mir tatsächlich auch nur hier vorne nochmal nachzublondieren. Und vielleicht 2, 3 Strähnen hier, aber mehr auch nicht. Um die Haare eben nicht schon wieder zu verderben. Denn das mögen die nicht so gerne, wenn man so oft im Jahr färbt. Also wie gesagt, einmal im Jahr ist das, glaube ich, ganz gut und es klappt auch. Aber ja, klar, man hat sonst natürlich die Ansätze hier irgendwann. Ne? Da weiß ich auch noch nicht, wie lange ich das aushalte. Aber ansonsten, das geht auf jeden Fall noch klar. Und ich denke, ich kann hier noch ein paar Monate auf jeden Fall, ohne nachzublondieren, aushalten. Genau, das war es eigentlich nur, was ich euch zeigen wollte. Wollte euch so ein Review geben, wollte sagen, so meine Erfahrung und wie sich das mit der Blondierung verhält. Ob es meine Haare, die wirklich sehr empfindlich, sehr dünn, sehr splissig, das war das Wort, was ich heute Morgen vorhin gesucht hatte, splissig sind, um euch zu zeigen, dass auch solche Haare das gut vertragen können. Aber klar, macht da auf jeden Fall auch erstmal einen Allergietest. Ich arbeite ja schon lange mit dem Produkt und insofern weiß ich, dass ich das gut vertrage. Am Anfang, als ich damit angefangen habe, brannte noch meine Kopfhaut. Da habe ich aber auch die ganzen Haare gefärbt. Also ich habe überall gefärbt und habe das ordentlich einmassiert. Das soll man natürlich nicht. Man soll ja möglichst die Kopfhaut nicht mit dem Produkt in Berührung bringen. Da ich aber Laie bin und das alles nicht so gut wusste und konnte und hingekriegt habe, habe ich dann auch die Kopfhaut ordentlich mit eingeschmiert und dann brennt das. Ja, das brennt bei mir dann auch. Ich habe es auch gemerkt, nachdem ich ein bisschen nachgefärbt habe. Hier so habe ich so ein bisschen einmassiert und dann, das war schon nicht so angenehm. Es fing auch da ein bisschen an zu brennen. Da muss man aufpassen.
Nehmt euch am besten einen Rat von einer Fachangestellten im Friseurladen oder in der Drogerie. Lasst euch da genau anleiten und seid bitte vorsichtig bezüglich Allergien und ähnliches. Macht auf jeden Fall erstmal einen Hauttest. Das steht auch ganz dick und breit auf der Verpackung, dass man es auf jeden Fall machen soll. Lasst es nicht zu lang einwirken. Wie gesagt, ich habe 40, 45 Minuten einwirken lassen. Wenn die aber zu schnell runternehmt, dann kann es natürlich sein, dass es rot ist und nicht blond. Das hat bei uns jetzt ganz gut geklappt, aber letztes Jahr hatte ich tatsächlich oft zu schnell rausgeholt. Dann habe ich mich im Spiegel betrachtet und habe geguckt, oh, das ist ja schon toll, habe ausgewaschen. Dann habe ich gesehen, nee, das ist doch noch ganz schön rot und nicht blond. Da muss man ja ein Händchen für haben. Es ist einfach Erfahrung, die man sammelt. Und ja, das wollte ich euch jetzt kurz mal abgedreht haben. Ich bedanke mich, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid. Macht's gut. Tschüss.